Willkommen zurück zu dieser Reihe über Schwingungen, der Teil 3. Da möchte ich nochmals zur Physik ein wenig mehr sagen. Erinnere daran, in Teil 1 haben wir die Mathematik von Schwingungen angeschaut. In Teil 2 haben wir die Bewegungsgesetze benutzt, um mal harmonische Schwingungen mit den Hookschen Federn kennenzulernen. Und dann auch Situationen angeschaut, wenn man andere Schwingungsformen hat. Also andere Schwingungssituationen hat, wo dann die Eigenfrequenz der Schwingung nach wie vor etwas ist, was mit der Physik zu tun hat, während die Amplituden und die Anfangswinkel mit den Anfangsbedingungen zu tun haben. Das Herz dieser Überlegungen im zweiten Teil war ja das Newtonsche Kraftgesetz, wo hier die Gesamtkraft, die auf die Masse wirkt, eingesetzt werden muss. Eventuell vektoriell, wo dann hier Vektoren stehen müssen. Wenn wir jetzt hier in unserem Fall eindimensionale Schwingungen anschauen, können wir dann die Komponente in Richtung der Bewegung, der Kraft, also die Kraftkomponente in Richtung Bewegung alleine anschauen und können dort auf die Vektoren verzichten. Die Kraft war aber jetzt in unserem Beispiel nur die Federkraft. Das ist aber meistens eben nicht der Fall. Wenn wir jetzt die Gesamtkraft F total anschauen und die dann, wie das korrekt sein muss, auf die Masse wirken lassen, dann ist ein häufiges erstes Beispiel, das man auch im Unterricht oft sieht, dass das eben die Feder danach hängt, mit der Masse dran. Und die Frage ist, wie muss ich da dieses hängende System, wo die Schwerkraft ja auch noch eine Rolle spielt, betrachten. Nun, bereits beim Vorbereiten des Experiments merkt man, wenn man da die Masse an die Feder hängt, dann ist die nachher weiter unten, als wenn die Masse nur auf dem Tisch liegt oder so. Das heißt, die Feder erhält eine Vorspannung, die dann diese Ruhelage weiter nach unten bringt. Aber nach einer gewissen Bewegungsstrecke ist nachher die Vorspannung so groß wie gerade die Schwerkraft, sodass dann mit der neuen Ruhelage etwas weiter unten die Feder nach wie vor als Hooksche Feder wirkt. Wenn ich mehr auslenke, wird die Federkraft eben größer. Wenn ich weniger auslenke, wird die Federkraft kleiner. Aber die Differenz zur also die Verrechnung mit der Schwerkraft sorgt dafür, dass trotzdem die Feder noch quasi wirksam ist, dann in einer Gesamtkraftwirkung nach unten. Schauen wir uns das rasch ein bisschen genauer an. Im Fall der Schwerelosigkeit wäre die Ruhelage hier. Jetzt kommt die Schwerkraft mit hinzu. Die treibt, also das FG, die treibt dann die Ruhelage vielleicht hier hin. Und jetzt in der Situation ist es M mal G und die entsprechende Vorspannung der Feder gerade gleich groß, sodass wir dann hier eine neue Ruhelage haben. Und wenn wir jetzt die Feder weiter nach unten, die Masse weiter nach unten bewegen, hier hin, dann ist die Schwerkraft immer noch die gleiche. Aber die Federkraft, die ja quasi über weite Strecken proportional zur Auslenkung verläuft, wird dann größer, sodass wir dann insgesamt netto eine Nettokraft haben, die da in diese Richtung wirkt, also das Blaue minus das Orange. Das heißt, es gibt eine rücktreibende Kraft gesamt. Wenn wir da oben sind mit der Masse, dann ist die Schwerkraft immer noch da, immer noch gleich groß wie hier und hier. Aber die Feder ist jetzt weniger stark gespannt, die ist ja vielleicht noch so groß, dass dann als Nettokraft dieser Pfeil minus dieser Pfeil eine Kraft nach unten wirkt. Das heißt, die Gesamtkraft ist rücktreibend. Wenn man die Vorspannung, die aufgrund der Schwerkraft hinzukommt, mit hinzunimmt. Das heißt, wir können also auch mit einer schweren Feder, also mit einer Feder an einer schweren Masse, nach wie vor eine harmonische Schwingung erwarten. Allerdings geht es nachher eben hier um die neue Ruhelage und nicht um die alte Ruhelage herum. Von der Mathematik her müsste man sagen, dass dann die Gesamtkraft, in diesem Fall F total, eben gleich, und jetzt sehen Sie, minus M mal G, das muss nach unten gehen, und dann plus oder minus K mal Y ist, und Y wäre jetzt also die Auslenkung aus der Ruhelage ohne Schwerkraft. Also, so. Und das zusammen, wenn man das zusammenrechnet, gibt es nachher einen
quasi einen Offset der Bewegung nach unten und die Schwingung wird nach wie vor mit der gleichen Frequenz stattfinden, wie wir bereits kennen, nämlich Wurzel aus K durch M. Gut, dann eine andere Situation ist die, also das können wir jetzt quasi erledigt, also erledigt betrachten, wieder eine neue Ruhelage. Das nächste Thema wäre, was ist, wenn ich Reibkräfte habe? Also F total ist minus K mal Y und jetzt kommt hier hinzu minus eine Reibkraft oder plus eine Reibkraft. Also die Reibkraft ist immer entgegengesetzt zur Geschwindigkeit gerichtet, das ist mal ein erstes Fakt. Also wenn sich der Körper nach oben bewegt, wirkt die Reibkraft nach unten. Wenn der Körper sich nach unten bewegt, also die Bewegungsrichtung ist wichtig, wirkt die Reibkraft nach oben. Sie bremst immer. Also wenn wir jetzt hier eine Schwingung haben, so, und die Reibkraft jetzt noch einzeichnen wollten, dann müssen wir sagen, die Reibkraft wirkt hier nach unten irgendwie, dann hier ist sie 0 und hier wirkt sie nach oben, hier ist sie wieder 0, dann wirkt sie wieder nach unten, sie 0. Das heißt, diese Reibkraft hat nichts direkt mit der Auslenkung zu tun, sondern es hat nur zu tun mit der Geschwindigkeit. Wie das aber genau mit der Geschwindigkeit zu tun hat, das ist jetzt sehr unterschiedlich. Es gibt die Variante der Gleitreibung, also wenn der Körper auf der Oberfläche gleitet, dann ist die Reibkraft einfach eine Konstante, Gleitreibungskoeffizient mal Normalkraft, aber es ist sicher proportional zu V durch V-Betrag, und zwar negativ. Das heißt, die Geschwindigkeit vom Betrag her ist da und da gleich groß, das heißt, das kürzt sich von der Zahl her weg, aber das Vorzeichen der Kraft ist wichtig. Und die ist immer gleich groß, das heißt, diese grünen Pfeile müsste ich jetzt da nach in der Richtung immer gleich groß zeichnen, hier auch immer gleich groß, hier auch immer gleich groß. Das wäre Reibkraft nach Gleitreibung. Genauso Rollreibung. Haftreibung ist ja die Situation, wenn es stillsteht. Das haben wir bei der Schwingung an sich nicht. Ganz zum Schluss wird dann vielleicht der Körper irgendwo ein bisschen außerhalb der Nulllage dann stehen bleiben. Dann wäre die Variante der laminaren Reibung. Da ist dann die Reibkraft eine Proportionalitätskonstante, der Reibungskoeffizient mal die Geschwindigkeit selbst, inklusive Vorzeichen. Das Minus haben wir es auch hier. Das Alpha ist der Reibungskoeffizient, der sagt, wie Geschwindigkeit und Kraft zusammenhängen. Das ist bei laminarer Reibung zum Beispiel von der Viskosität abhängig. Diese laminare Reibung oder geschwindigkeitsproportionale Reibung ist der Fall, den man eben oft danach durchrechnet bis zum Schluss und das führt dann zu einer exponentiellen Abnahme der Amplitude. Und das dritte wäre die Situation einer turbulenten Reibung. Viele wissen, dass wir dann die Geschwindigkeit im Quadrat brauchen. Und damit das dann auch in der Simulation zum Beispiel richtig herauskommt, muss man auch ein bisschen aufpassen. Es ist dann auch ein Koeffizient, der ist irgendwie anders, also Alpha 2 vielleicht, Reibungskoeffizient. Weil aber die Geschwindigkeit im Quadrat immer eine positive Größe ist, weil es ein Quadrat ist, wird da der Vorzeichenwechsel nicht richtig beachtet, nicht richtig berücksichtigt. Deshalb müssen wir hier noch das Vorzeichen mit ins Spiel bringen, ähnlich wie da oben, indem wir V durch V-Betrag noch dran multiplizieren. Und jetzt, das ist eigentlich quasi nur der Vorzeichenwechsel, den wir damit produzieren. Und gerade bei den Simulationen, die ich ja in anderen Videos auch ausführlich gezeigt habe, ist das sehr wichtig. Wenn man das nicht tut, dann habe ich ein Problem, dass dann die Reibung immer in der gleichen Richtung zeigt. Also minus V-Quadrat zeigt eben immer nach unten, auch in dem Fall. Und das kann ja nicht sein, dass da die Reibung die Bewegung beschleunigt. Das wäre die turbulente Situation. Also immer noch quasi eine Idealisierung. Es könnte ja V hoch 1,2 heißen oder V hoch 1,3. Aber die drei Fälle schaut man normalerweise an. Und wenn man die Rechnungen durchzieht, wie gesagt, kann man sie hier komplett machen. Für diese Beispiele kann man die Rechnung vermutlich auch noch analytisch machen. Aber es ist wesentlich einfacher, das Ganze danach zu simulieren. Ich zeige noch ganz kurz, wie das geht. Und was herauskommt bei der Gleitreibung ist folgendes. Die Amplitude der Schwingung nimmt linear ab.
Das heißt, die Reibung geht so runter. So, und dann bleibt es normalerweise irgendwo stehen, wo die Haftreibung ins Spiel kommt. Dann bleibt das ein bisschen außerhalb normalerweise stehen. Bei der laminaren Reibung ist es so, dass die Amplitude, wie gesagt, exponentiell abnimmt, also eine E-Kurve. Die Frequenz ist tatsächlich auch ein bisschen kleiner als die reine Frequenz von ohne Reibung, also Wurzel K durch M, das kann man dann auch ausrechnen. Und bei der turbulenten Reibung ist es so, dass die auch eine Art E-Funktion ist, aber die Reibung ist natürlich bei großen Geschwindigkeiten dann deutlich wirksamer als bei kleinen Geschwindigkeiten, weil da ein V-Quadrat steht. Und große Geschwindigkeiten heißt auch große Amplituden, das heißt, dann geht die Amplitude relativ steil runter und macht dann ziemlich lange das hier. Also sieht dann so aus, schwingt dann irgendwie länger als da bei der exponentiellen Situation. Berechnet wird das dann so, dass wir ein Sinus haben, das Omega ist ein bisschen kleiner als das vorherige Omega der freien also ohne Reibung, Omega gedämpft mal T, und da muss ich meine Amplitude noch mit einer E-Funktion multiplizieren, die dann abklingt, also etwas in dieser Art. Das beschreibt nachher die Amplitudenabnahme, gerade bei dieser laminaren Reibung. Jetzt haben wir gesagt, es sind noch weitere Sachen möglich. Zum Beispiel könnte auch noch eine zusätzliche äußere Kraft da sein, also plus F extern, die von der Zeit abhängig ist. Zum Beispiel könnten hier Windstöße wirken. Oder wenn Sie an eine Kinderschaukel denken, können da die Stöße von der Mutter oder dem Vater sein, die da die Kinderschaukel anstößt. Oder es kann der Motor sein, der da extern einwirkt und die Sache in Schwingung bringt. Es kann auch einfach externe, zum Beispiel wenn ein Auto fährt, ist das Auto ja auch eine Federschwingung. Und die Federschwingung ist gedämpft, und zwar so normalerweise, sodass dann das Auto sich nicht irgendwie aufschaukeln kann. Also es ist eine sehr stark gedämpfte Schwingung. Aber wenn das Auto jetzt über Bodenwellen fährt oder über einen Randstein fährt, dann habe ich eine externe Kraftwirkung. Das ist dann auch quasi eine neue Situation und diese externe Kraft muss ich ja auch ins Spiel bringen. Wie macht man es dann? Und da kann ich jetzt ganz allgemein sagen, da gibt es wirklich für mich nur die Lösung der Simulation. Und zwar kann man das sehr, sehr einfach tun, wie ich gleich zeigen werde. Wir wollen uns jetzt mal so eine Situation anschauen, wo wir also gut Reibkraft noch im Spiel haben, plus eine externe Kraft. Die Gleichung F total gleich M mal A, also die Newtonsche Gleichung, oder M mal Y2' soll unsere Basis sein. Und das F total soll jetzt sein minus K mal Y. Dann für die Reibung können wir jetzt irgendwas einsetzen, zum Beispiel diese laminare Reibung, Y'. Und dann haben wir noch ein F extern von T. Das zusammen ist jetzt meine Gesamtkraft. Jetzt haben wir vorgesehen, dass diese zweite Ableitung die Krümmung der Kurve ist. Das heißt, wir können jetzt mal uns überlegen, was würde denn das bedeuten, wenn jetzt die Krümmung der Kurve nicht mehr nur vom Y abhängig ist wie vorher, sondern auch noch von der Geschwindigkeit und auch noch von einer externen Kraft. Also jetzt wird es komplizierter, ganz offensichtlich. Aber nach wie vor muss es so sein, dass für alle Zeiten t dieser Zusammenhang gelten muss, dass die Krümmung und die Steigung und die Auslenkung und die externe Kraft zusammen diese Gleichung erfüllen. Das muss für jeden Punkt hier gelten. Sehen wir mal so drei Punkte heraus und nehmen mal an, für diese drei Punkte wissen wir, dass das richtig ist und schauen mal, was das dann konkret bedeutet für die einzelnen Auslenkungen. Nehmen wir diese Auslenkungen y1, y2, y3. Jetzt kann man diese drei Auslenkungen relativ einfach umrechnen in eine Krümmung. Man muss dazu einfach schauen, wie ist die Krümmung definiert, das ist die zweite Ableitung. Wie ist die Steigung definiert, das ist die erste Ableitung. Und die Auslenkung selbst, Y, ist eh klar. Das heißt, wir starten mal vielleicht hier an diesem Punkt, hier bei Y2. Und jetzt muss also für Y2 und die Umgebung muss diese Gleichung hier erfüllt sein. Also zum Beispiel muss hier die Ableitung, die Auslenkung Y2 eingesetzt werden. Hier muss die
die Steigung im Intervall 1-2 genommen werden. Haben wir, wie gesagt, nehmen an, wir kennen die drei Auslenkungen. Und hier muss die zweite Ableitung im Intervall 1-3 genommen werden. Das heißt, Sie müssen jetzt hier die Krümmung in diesem Intervall hier anschauen, die Steigung in dem Intervall vorher und hier das y2. Jetzt kann man das relativ einfach numerisch berechnen. y2 ist ja eher eine Auslenkung, die bekannt ist. y1-2', die Ableitung ist ja Endwert minus Anfangswert, also Delta y durch Delta t. Das heißt, das hier ist einfach y2 minus y1 durch Delta t. Das Steigungsdreieck, nicht wahr? Und das hier, das habe ich auch schon an anderer Stelle gezeigt, kann man berechnen, indem man die zwei Steigungen hier, y1-2 und y1-3, verwendet und deren Ableitung nochmals bildet. Und das führt zum bekannten Ausdruck y3 minus 2 mal y2 plus y1 durch Delta t im Quadrat. Die externe Kraft, die jetzt in dieser Situation wirksam ist, ist die externe Kraft zum Zeitpunkt 2, da in der Mitte. Jetzt haben wir, wie gesagt, suchen wir quasi die Beziehung zwischen diesen drei Stützstellen, sodass diese Gleichung hier erfüllt ist. Und die Gleichung kommt ja von Newton, die muss erfüllt sein. Jetzt sehen wir da etwas sehr Schönes. Ich schreibe die Gleichung nochmals auf, damit Sie es auf einer Zeile dann haben. Minus k mal y2 minus Alpha mal, setze ich das hier ein, y2 minus y1 durch Delta t plus f extern zum Zeitpunkt t2 ist gleich m mal, und hier y3 minus 2 mal y2 plus y1 durch Delta t im Quadrat. Das Delta t ist immer dieser Abschnitt zwischen den einzelnen Schnittstellen, die wir da vorgesehen haben. Und jetzt nochmals, die Gleichung muss erfüllt sein für die drei Punkte. Das ist, sagt uns die Physik. Hier habe ich sie nochmals aufgeschrieben. Also die drei Schnittstellen müssen diese Gleichung erfüllen. Jetzt können wir mal davon ausgehen, dass wir zwei dieser Punkte bereits kennen. Zum Beispiel die zwei Punkte hier, y1 und y2. Das ist also bekannt. Das ist bekannt, das ist bekannt. Das ist bekannt, das ist bekannt. Weiterhin soll bekannt sein, die externe Kraft, das ist ja diese Störung, die Bodenschwellen oder was auch immer, das ist auch bekannt. Die Zeit, die wir gewählt haben, als Zeitabschnitt, ist auch bekannt. Und die Masse, die wir bewegen, soll bekannt sein. Die Reibungsstärke und die Federstärke soll auch bekannt sein. Das heißt, alles, was ich jetzt hier eingekreist habe, sind Größen, die wir entweder von der Physik her bereits kennen, das m und das k zum Beispiel, oder mal einfach annehmen wollen, dass wir die zwei Werte kennen, zum Beispiel y1 und y2. Und das Einzige, was wir jetzt tatsächlich nicht kennen, ist das y3, also diese Auslenkung hier. Wenn wir jetzt diese Gleichung umschreiben, so dass das y3 auf der einen Seite steht und alles andere, was bekannt ist, auf der anderen Seite, haben wir ein Rezept, das uns erlaubt, die dritte Auslenkung auszurechnen, aus den beiden vorhergehenden Auslenkungen. Und das nennt man das numerische Simulieren dieser Bewegung. Ich habe es aus zwei bekannten Auslenkungen mit dieser Gleichung die Möglichkeit, die dritte Auslenkung zu berechnen. Das heißt, ich kenne die dann auch und kann dann wiederum starten und sagen, ja gut, wenn ich jetzt y2 von vorher und y3 neu kenne, kann ich damit das y4 berechnen. Und wenn ich die zwei dann kenne, kann ich da das y5 berechnen. Das heißt, ich kann so schrittweise durch diese Zeitachse durchrechnen mit diesem einfachen Rezept, das ich auch sehr einfach in Excel programmieren kann und damit dann die ganze Bewegung erhalten. Vorausgesetzt, ich habe zwei Anfangssituationen mal festgelegt, zum Beispiel eben die Auslenkung in Ruhe, das heißt, die ersten zwei Punkte haben irgendeinen bestimmten Wert und dann lasse ich los. Das, wie gesagt, habe ich schon oft gemacht in anderen Videos, ich will das jetzt nicht nochmals von A bis Z durchrechnen, aber das Rezept oder die Hinführung zu diesem Resultat wollte ich Ihnen nochmals zeigen. Eine ganz schöne Sache. Jetzt möchte ich im zweiten Teil dieses dritten Videos mal noch zeigen, was denn passiert, wenn die externe Kraft
nicht irgendwelche Bodenschwellen sind oder zufällige Einflüsse, sondern wenn die externe Kraft auch eine harmonische Schwingung ist, also periodisch ist mindestens. Das heißt, wir müssen dann die externe Kraft auch als periodische Funktion uns vorstellen, also eine Kraft F0 mal Sinus. Und jetzt kommt hier ein Omega von der externen Kraft hinzu, also dieser Motor oder was es ist, mal T. Das heißt, die externe Kraft ist eine Sinuskurve mit einer bestimmten Amplitude, F0. Und wir haben ja vorher gesehen, dass die Schwingung selbst, sei es jetzt gedämpft oder auch nicht, eine Eigenfrequenz hat. Und damit, wenn wir die Schwingung einfach mal anstoßen, irgendwie sowas ist, wenn wir sie ungedämpft einmal anschauen, so aussehen würde mit einem Omega, das hier zum Beispiel Wurzel K durch M ist. Und dann eine Amplitude, die wir von der Anfangssituation her abhängig machen müssen. Jetzt soll es auf diese Schwingung eine externe Kraft wirken. Das ist natürlich eine andere das ist nicht Y, das ist eine Kraft, das sind Newton, aber diese externe Kraft hat eine Frequenz. Diese externe Anregungsfrequenz. Und da habe ich die Eigenfrequenz, die wird oft auch mit Omega 0 bezeichnet. Was passiert jetzt, wenn diese externe Kraft sehr stark außerhalb der Eigenfrequenz ist? Was passiert, wenn sie praktisch bei der Eigenfrequenz liegt, etc.? Was geschieht dann mit der Schwingung? Nun, wir haben vorher gesehen, die Schwingung wird ja meist mit einem Stoß oder so gestartet. Wenn ich den Stoß nicht mache, also die Schwingung quasi bei Null habe und dann die externe Kraft wirken lasse, dann wird die externe Kraft zunächst mal wie ein Stoß wirken und die Schwingung versuchen anzustoßen mit der Frequenz. Aber da gibt es eine Überlagerung dieser zwei Wirkungen. Einmal die eigentlich Eigenfrequenz der Schwingung selbst und diese externe Schwingung mit der externen Schwingfrequenz. Und das gibt es eine Art Einschwingvorgang, wie man sagt. Das heißt, im Resultat, wenn man das zusammenfasst, dass beides wirken soll, gibt es am Anfang so einen Einschwingvorgang, wie komisch aussieht. Nach einer Weile schwingt dann die Schwingung mit einer Amplitude und einer Frequenz, die dann eben interessant ist. Die Amplitude, die sich dann einstellt nach einer Weile, diese Amplitude und die Frequenz, Omega, die dann herauskommt, die hängen zusammen mit dem Unterschied dieser externen Anregungsfrequenz und der Eigenfrequenz. Und das kann man sehr schön mit einer Kurve darstellen, die Resonanzkurve heißt. Wenn ich hier die Amplitude, diese Amplitude hier nach oben abtrage und hier die Anregungsfrequenz, Omega extern, und die Eigenfrequenz, die ja von der Feder und der Trägheit zu tun hat, irgendwo hier ein Wert ist, Omega 0, also Wurzel K durch M, vielleicht noch mit der Dämpfung ein bisschen weiter nach links, dann findet man, dass die Amplitude der resultierenden Schwingung nach einer Weile, also nach dem Einschwingvorgang, am größten ist, wenn ich da in der Nähe der Eigenfrequenz bin, mit der Anregung. Also wenn ich die Anregung etwa so mache, wie die Eigenfrequenz ist, dass diese beiden hier gleich schnell schwingen. Das kann ich ja von außen steuern, wenn es ein Motor ist oder so. Das hier sagt das Pendel, Federpendel aus. Dann wird die Amplitude also groß, wenn ich die gleiche Frequenz wähle. Wenn ich zu langsam anrege, wird die Amplitude kleiner. Wenn ich zu schnell anrege, wird die Amplitude auch kleiner. Es gibt also eine Kurve, die so nach oben geht, ihr Maximum etwa bei der Eigenfrequenz hat, und dann wieder nach unten geht. Und das nennt man Resonanz. Das Mitschwingen des Pendels mit der äußeren Anregung wird dann am stärksten, wenn Resonanz in der Resonanzfall auftritt, wenn also die Anregungsfrequenz, die externe Frequenz, gerade der Eigenfrequenz entspricht. Das ist das Gleiche mit einer Kinderschaukel. Wenn Sie eine Kinderschaukel anschauen, die hat ja ihre Eigenfrequenz. Haben wir vorher mal gesehen, Wurzel G durch L. Wenn ich aber jetzt da von außen anrege, muss ich das so machen, dass die Frequenz gleich ist, dann wird die Amplitude schön groß. Wenn ich zu schnell anrege oder zu langsam anrege, dann kommt es nicht wirklich auf hohe Amplituden. Also ich muss, wenn ich Resonanz will, mit der gleichen Frequenz anregen, wie die Eigenfrequenz ist. Wenn es auch Dämpfung im Spiel ist, ist die Resonanz ausgeprägter, wenn die Dämpfung schwach ist.
Also bei schwacher Dämpfung geht es hier stärker nach oben. Und bei starker Dämpfung geht es hier mehr nach unten, geht es gar noch ein bisschen weiter nach links dann. Also stark gedämpft, starke Reibkräfte bringt eine weniger ausgeprägte Resonanzkurve. Da gibt es x Beispiele dafür. Ich habe ja auch Videos bei den Experimenten zur Schwingung, sehen Sie Videos dazu, wo diese Dämpfung unterschiedlich ist, wo man dann die Resonanz sehr schön sieht. Es kann dann sogar dazu führen, dass dann bei der Resonanz dann Sachen ihre Belastungsgrenzen überschreiten und dann einstürzen oder abbrechen oder so. Das berühmte Beispiel der Brücke da in der Nähe von Seattle, Tacoma Bridge, ist ein Beispiel, wo Resonanz entsteht durch Windstöße und dann die Brücke über die Belastungsgrenzen eine Amplitude erhält, wo dann der Einsturz nicht mehr zu vermeiden ist. Wir haben ja gesehen, dass Omega 0 ist im einfachsten Fall einfach Wurzel aus K durch M. Wenn noch eine Dämpfung dabei ist, wird es ein bisschen kleiner. Wenn das System jetzt komplizierter ist, nicht nur einfach eine Feder an einer Masse, sondern zum Beispiel mehrere Federn oder ein komplexes System von vielen Massen, die dann miteinander über Federn verknüpft sind, das ist ja oft der Fall, ein Molekül zum Beispiel, wäre sowas. Dann gibt es auch mehrere Eigenfrequenzen und dann heißt entsprechend danach, die Resonanzkurve hat dann entsprechend mehrere solche Peaks. Also bei einfachen Systemen habe ich nur eine Resonanzfrequenz, bei komplizierteren Systemen können dann mehrere Resonanzfrequenzen auftreten. Die Chemiker unter Ihnen, die kennen ja vielleicht das NMR, Nuclear Magnetic Resonance Experiment. Resonanz kommt dort auch vor. Und dort wird von außen mit einer elektromagnetischen Welle werden die magnetischen Dipole der Kerne resonant angeregt. Und das angeregte Spektrum hat dann auch mehrere Peaks, die von den Kopplungen mit Nachbarsatomen zum Beispiel abhängig sind. Die sind sehr interessant, weil das gibt einen Aufschluss über die Molekülstruktur, die da betroffen ist. Gut, damit möchte ich den dritten Teil also abschließen. Wichtig war mir vor allem diese Überlegung hier. Ich habe das schon sehr oft auch meinen Studenten erklärt. Ich merke, dass sie oft Mühe haben, das wieder zu reproduzieren an den Prüfungen am Schluss. Aber ich finde, es ist unglaublich schön, wenn man diese Möglichkeiten, die man heute hat, dank diesen Tabellenkalkulationsprogrammen, auch wirklich ausnützt. So was kommt, ich hätte in meinem Studium geträumt, also ich hätte mir da die Finger abgeschleckt danach, dass, wenn ich sowas gehabt hätte. Heute ist das alles in jedermanns Haushalt und da kann man solche Bewegungen zu Hause am Schreibtisch simulieren. Da braucht es keine großen Computer dazu, da braucht es wirklich nur eine Tabellenkalkulation der einfachsten Art. Also probieren Sie es, würde mich freuen, das ist wirklich, das lohnt sich. Das gibt auch Freude, glaube ich. So, jetzt im vierten Teil möchte ich nochmals kurz zurückkommen auf die Mathematik dann und nochmals etwas sagen zum Fourier-Prinzip und auch zum Thema Überlagerung und Modulation.